Ein Roswell. Und wir gucken jetzt mal, was wir hier denn machen müssen. Invicted, das ist nicht gut. Moin. Läuft, ne? Läuft bei uns. Danke. Was ist denn hier? Plasma-Karabine? Was ist denn ein Plasma-Karabiner? Nee, nicht hier. Ach, das ist das. Ach Gott. So, ihn machen wir gleich. Victed, Victed. Jetzt haben alle so eine Plasma-Schneider hier. Ich hätte mir jetzt zu Anfang so gut brauchen können. Tabak. Untersuchung. Dad, schreibe dir das, falls du den Weg hierher zurückfinden solltest. Tut mir leid, dass ich nicht da war, um dich zu sehen. Wir schaffen uns aus der Siedlung raus. Uns alle. Ich weiß nicht, wo wir hingehen. Woran ich es ist, aber es gibt wieder so ein gutes Labor wie in Roseray. Wir haben gute Arbeit geleistet. Tatsächlich mal eine echte Wissenschaft. Keine Ahnung, warum sie uns umsiedeln. Und ich weiß nicht, wann wir einander wiedersehen. Aber Dad, tut mir einen Gefallen und verbrennt dieses Tagebuch. An dem darf sich nicht den Namen Roswell nicht mal erwähnen. Laut Konsentladung ist diese Siedlung nie existiert. Hat diese Siedlung nie existiert. Ich will nicht in Schwierigkeiten geraten. Tut mir leid, kann ich leider nicht verbrennen. Ich würde es machen, aber geht nicht. Sonst nichts. Sonst ist ja auch nichts. Alles zurückgelassen hier, ne? Ach, schön. Boah, das sieht cool aus. So was mag ich. So eine Alleen. So, da will ich gleich nochmal rum, bevor ich in die Stadt gehe, aber wir wollen ja nochmal kurz den Roboter befragen, vielleicht reparieren, wer weiß. Ja. Können wir mit dir reden? Wir können nicht mal mit dir reden. Okay. Warte mal, kann man mit ihm reden. Also jeder hat es. Das ärgert mich ein bisschen. Dankeschön. Wir hatten ganz schneller. Bei allem, was ich tue. Ja, aber sonst ist hier nichts. Terminal. Aber sonst. Achso, genau, das wollte ich noch gucken. Da, ne? Da, genau. Lauftempo. Ja, komm, wir haben genug. Da, hoch. So. Nachrichten. Vorwahl vor Verwaltung. Alle Aktivitäten des Labors von Außenposten Roswell werden mit sofortiger Wirkung eingestellt. Und Leo schätzt seine Leute zu diesem Konzern und kümmert sich gerne um Transport und Umsiedlung von 3 verfügbaren Arbeitssiedlungen. Dabei gelten die folgenden Einschränkungen.
Erstens, Umsiedlungsgebühren werden von Lobo abgezogen. Alter! Sollte dein Lohn die notwendigen Umsiedlungsgebühren nicht decken, kannst du deinen Eintrag auf Gewährung eines Umsiedlungsgebührenkredits einreichen. Die Bewilligung von Krediten erfordert über Überprüfung eines beruflichen Werdegangs und deiner Lebenszeitakte. Alter! Wenn du dich über deine Prüfung bewerben möchtest, bitte reiche einen Antrag auf Eingliederung und eine Überarbeitungsprüfungsliste ein. Fünftens, bitte lege die Überprüfungsgebühr in voller Höhe bei. Sechstens, solltest du deine Überprüfung eine Überprüfung nicht zahlen können, kannst du einen Antrag auf Gewährung eines Überprüfungsgebührenkredits einreichen. Siebtens, die Bewilligung von Krediten erfordert eine Überprüfung deines beruflichen Werdegangs und deiner Lebenszeitakte. Wir danken für deine Kooperation mit ordentliches Umsiedlungs- und Stadtprotokoll. Bitte denk daran, dass es ab sofort alle registrierten Angestellten von Ortecleo strikt untersagt ist, die Existenz des Labors und Außenposten Roseway zu bestätigen oder zu dementieren. Zu Wiederhandlung können eine Geldstrafe, obligatorische Umerziehung oder eine Überraschungsüberprüfung geahndet werden. Alter. Ja, gut, das ist ja das. Alter, was für ein Konzern, Alter. Deswegen mag ich den nicht. Kommen wir mal nicht rein. Scheint so, oder? Alles klar. Die eigenen Wissenschaftler, Alter. Na gut, okay, die wurden vielleicht niedergemetzelt von denen hier, aber Alter. Ich bin gespannt, was wir drin finden, Alter, ganz ehrlich. Aber zuvor, damit wir auch nach der Stadt gleich wieder weg können, möchte ich mich nochmal ganz kurz umgucken. Ach, hier waren wir auch noch nicht. Alter. Haltet die Schnauze da drin, ganz ehrlich. Und davon den Verantwortlichen noch jemand lebt. Nein. Tut mir leid, aber ich brauche die XP. Ich brauche einfach die XP. Wow. Anscheinend ist ja auch wohl nichts mehr. Mal wieder. Da war Telefon. Da gehe ich aber nicht ran. Ja, sonst ist hier nichts. Doch, da ist sowas. Attacke! Das ist so selten. Ich nutze es einfach so selten. Aber der hat gut die XP gegeben. Da hinten haben wir noch was. Ist hier sonst noch irgendwas? Irgendetwas Brauchbares. Schönes zu entdecken. Irgendwas. Ein Mütter. Ihr macht das, ne? Ich hole mir mal ganz kurz die Kiste hier. Die hier irgendwo war. Da. Verstärkt. Okay. Guck mal, C und Y. Was sind C und Y? Ach, das sind die Angriffe von denen. Na gut, dann hätten wir das ja jetzt. Dann wäre Roseway
Nicht Roswell. Roswell auch abgefrühstückt. Bis auf die Stadt ist alles erledigt. Na denn. Ja, wollen wir mal gucken, was hier passiert ist. Bin gespannt. Bird. Was für eine Klinge? Achso, eine Klinge. Konzernwache, ganz ehrlich. Ich würde euch so gerne auslöschen, wenn ich nicht so pazifistisch wäre. Also meistens, ne? Nicht immer natürlich, wie man gemerkt hat, aber doch ab und zu schon. Moin. Ah, outlaws, I assume. Do me a favor and let me finish this, will you? And then make it quick, please. Was? Wovon redest du? Aren't you with the brutes that attacked our lab? Aren't you here to pillage our supplies and leave our corpses to the Raptodons? Ich bin hier, um zu helfen, wenn jemand Notruf abgesetzt hat. Jemand hat den Notruf abgesetzt. Oh, well, good luck. Now, if we got the carpet, it's just a matter of... Ah, Orson, you idiot. Just put it... Ah, of course, because I didn't... Let's just be so clever. Get this. Come on, let's go put it in. The power of 12. It's... We're gonna get this solved. I mean... Wie lange geht das jetzt noch? Hallo? Hallo. Oh, you're still here. If you haven't already, you might speak to Anton. He can point you in the right direction. Now, if we got the carpet in here... Was machst du da? What does it look like? I'm preparing a personal defense device. Or trying to, anyway. Ziemlich gefährlich. Also darfst du überhaupt sowas rumschrauben? Wenn dein Kabel an einem Kondensator da legst, kannst du den Stromkreis überbrücken und ein bisschen Energie ersparen. Why, yes, I suppose I could. Thanks. Aus Hilfe? No, well, yes, well, no, perhaps. I left schematics in our storage facility. As far as I know, the security commander hasn't found them yet. I admit I'd feel better were they returned to me. Geht das ein bisschen genauer? I found an advanced pistol when we moved here, but it's broken. I need those schematics to modify it to output superheated air. It should quite easily burn through Raptodon hides. Mm-hmm. Was ist das Lager? Out the south gate. Follow the road. It'll be on the left, past the old lab. Gleich für euch, oder? Say, you wouldn't happen to have a tube of thermal paste on you, would you? Nein. Blast. Well, good luck. I hope I see you back here in one piece. Was ist mit dem Typ los, Mensch? Ja, wirklich easy. Ganz ehrlich, das brauchen die nicht. Ich hab nötiger. Oh, bin ich überladen? 233 von... Wow, ich muss dringend was verkaufen. Ah, Auge. Okay. Meine Rüstungsstation. Das ist ja schon wieder schön. Warte mal, da kann ich aber ganz kurz mal reparieren, annehmen, reparieren, annehmen, reparieren, annehmen, reparieren. Noch ein Ding muss düfteln. 63.200. Ich mache erstmal nichts. Wir machen erstmal nichts. So, wo kriege ich denn hier vielleicht einen Automaten her? In der Bar vielleicht? In der Bar sieht gut aus, oder? Ich kann nicht mal mehr rennen.
ich muss dringend. Bitte lass hier einen Automaten so sein, bitte. What a delightfully dingy establishment. Ich brauche einen Automaten, vorher kann ich nichts machen. Entschuldigung, ich brauche erstmal einen Automaten. Kommst vielleicht? Moseway vielleicht? Nee. Ich könnte natürlich auch was zu Schrott verwandeln, aber das brauche ich eigentlich nicht, deswegen. Damn right we left the lab. What's left there that's worth dying for? You let them get away. Worthless, the lot of you. Well, you get what you pay for, don't you? Ja. Ich möchte nur trotzdem erstmal einen Automaten haben. Das kann doch nicht so schwer sein, hier einen Automaten zu finden. Gut, da muss ich vielleicht doch erstmal was. Gut, zerlegen. Zerlegen, 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 zerlegen. 266, Alter. Zerlegen, 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 zerlegen. Und dann noch ein paar Waffen. Ja, yeah, den können wir. Nein, warte, das ist teuer. Aber der hier zerlegen. Das hier zerlegen. Der Revolver kann auch zerlegt werden. So, 198, das passt ja wohl, ne? Jawohl. Ja, moin! I done had enough of this shit. I'm just the fucking tarmac guard. No one said nothing about fighting no raps. Was ist passiert? Alarms went off, raps broke loose, and I hightailed it in here to get a wall between me and them beasts. Kannst du mir erzählen, wer das sagen hat? Was hast du draußen gemacht? What do you think? I'm the landing pad guard. I was standing out on the fucking tarmac. Hell of a job until all this. Anything else you'd like to know? Und klar, wenn ich fragen darf. Hast du den Notruf abgesetzt? Distress call? From here? Shit. They told me that weren't allowed. Wieso? Got me. I just do what I'm told. And I was told not to do such. Kannst du mir erzählen, wer das sagen hat? Scientist. Name of Anton Crane. Someone said he's panicking inside the comm center. Du sagtest, der Raptor ist freigekommen. Habt ihr die eingesperrt? Forget I said anything about that. Also, was kannst du mir da über sie erzählen? Wish they tasted like Sissy Pig. Them's good eating. Wo schmecken sie wirklich? Some say chicken. I say the north end of a southbound woolly cow. Ja, ich geh da mal. Oh, before I forget. Anti-Cleos makes the best pharmaceuticals in Halcyon. Better than nature. Not like that crap Spacer's Choice Petals. Die scheint ihr aber nicht zu mögen, ne? Aber gut, ihr seid der Konzern, ihr seid eigentlich noch schrecklicher. Wenn man das so glauben darf. Hier ist nichts. Da ist was. Solange uns ja keiner sieht, ist ja alles gut. Ah, siehst du wohl. Ohrringe und ein Beil, okay. Hm? Ja, das war's ja anscheinend, ne? Das war's hier anscheinend. Ja, moin. We are experiencing a security event, sir and or madam. Please vacate the premises immediately and return to your domicile or designated workplace. Mal ganz ruhig, bitte, keine Ahnung, ich bin hier, um zu helfen. You are? But corporate never told me they were sending a fixer. Nobody tells me nothing. Die Übel, aber was passiert? I have strict orders not to talk about anything that happens in a classified area.
Please remember that Anti-Cleo Pharmaceuticals is not responsible for any loss of life or grievous physical injury sustained while on company premises. Was ist denn da? Dieser soll also unter geheimer Drohne liegen. Roseway Lab is a highly classified facility. I am not allowed to confirm or deny its alleged existence. Alles klar, ja, seine Aufgabe ist ja wohl klar. Deswegen frage ich da auch gar nicht nach. Okay, da gehen wir gleich rein. Gehen wir mal hier rein. Hier scheinen Quartiere zu sein. Automaten! Moin, wer bist du? You picked a hell of a day to visit. I'm Vaughn. Vaughn Cortez. Dr. Vaughn Cortez. But just Vaughn's fine, really. Was hast du übernehmen eingegeben haben? Over in the main labs. I rabbited back here when I realized I was hearing gunshots, not blown fuses. We've been cooped up in here, I don't know, hours? Too long. I have to get back to work. Kontraplatz wert ist dafür zu sterben. Bist du ein richtiger Arbeitstier? Sure. Loyal company fella. That's me. Auntie knows best. Look, I don't want to go back out there, but there's a thing I gotta do. I had to leave an experiment running at the lab. Something I've been working on a long while. Something that could really get me ahead. Know what I mean? Das Ding, das den Raptions das Zeug entzogen hat, ich hab's gefunden. Ja, um was geht's denn hier für dich? No, no, not unless you break the... But why would you? Let me explain. I've been extracting organic compounds from Raptodons. Compounds that have... benefits. Benefits? In certain social situations. Personal situations. Where you might want to, enhance this. Seriously. Captain, I believe he's making Enraptured. It's an aphrodisiac. Rapt musk is the main ingredient. What? No? I mean, yes, I'm getting the musk. With Monarch Embargo, the price is sky high, but I'm not making the drug. Na ja, funktioniert es denn? The results are outside the margin of error. Technically. Hat dein Projekt im Labor gesehen? You already went up to the lab? Long shot here, but any chance you brought my results back with you? Lügen, Hälfte bei, wenn du die Ausrüstung vernünftig kalibriert hättest, wäre mehr drin gewesen. Ich habe deine Ausrüstung neu kalibriert, so ein bisschen mehr zu erwartet als. No kidding? You're the best! This is gonna make me so popular. I mean with the people who buy it, not by using it. Because I'm not. Bestimmt nicht. Und wie du es nehmen wirst. Only for testing purposes. Quality control. Natürlich. Would, right? Ah. Take this. You earned it. If you run into me again after all this is over, maybe I'll have more. Pleasure doing business with you. Yeah. So, gut. Hier darf man sowieso nichts mitnehmen. Dann gehen wir jetzt erstmal Sachen verkaufen. Und Sachen kaufen? Nein, nur Sachen verkaufen. Also erstmal Schrott. Dann verkaufen. Schrott, 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 Schrott. Schrott. Schrott, 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 Schrott. Und den Rest behalten wir mal. Schrott, Schrott. 9000, Alter. Ist hier was Gutes? Auch nicht, ne? Na, moin. Hä? Ja, dann geht noch nicht. Alles gut. Was hat denn die andere Seite? Nein, ich will denn noch nicht nach oben. Ach, alles stehen ist. Ah, okay. Ein Klo ist wie immer nichts. Hier ist ja auch immer nichts.
Ausrüstung? Eigentlich mag ich ihn nicht so, wie er aussieht, beziehungsweise bewahrt die auch nicht. 24, wie sieht das aus? Siehst du, da sieht er schon viel besser aus. Auch wenn es ein bisschen weniger hat, aber ich meine, wir sind sowieso overpowered. You're underestimating the importance of the Eighth back. Blankenship, she's okay. But Lunsford has the highest rate of foot goals per game. But if you cross-reference with the skills of the opposing team, his hand goal rate plummets. Na, was soll dazu nicht sagen? Lunsford plays worse against better teams. Blankenship plays better. Ja, komm mal auf. Okay, nein, ja. Hier ist sonst nichts. Was haben wir denn hier? Enter, weiter, ja. Ah, da. Persönliche Daten. Tarepoint 3. Ich fühle mich recht einsam hier. James ist der Einzige, der etwas darauf hat. Ah, selbst er sträubt sich gegen die Führung. Wahrscheinlich eine natürliche Reaktion auf den unbedachten Druck, den ich ausübe. Wenn ihr jetzt nach Byzantium will, braucht er genau diesen Druck. Ich hoffe, dass er diesmal einmal zusieht, aber sollte ich im Fall sein, wird seine Arbeit so zumindest eine meine Chancen verringern. Ich werde mir seine Beichte weiter anschauen. Berichte, meine Güte. Für den Fall, dass auch hier seine Korrektur bedürfen. Weitere Mahnung können wir uns nicht mehr leisten. Ich habe gehört, Jameson heute mit Vogue gesprochen hat. Er schimpfte über mich, dass ich ihn und alle anderen hier für meine Zwecke benutzen würde. Von Vogue, dem faulen Kerl, würde ich meine Gehässigkeit ja erwarten, aber Jameson? Ich kann ja nicht erkennen, dass mir sein Wohl am Herzen liegt. Es sollte mich wohl nicht überraschen. Meine energische Zieltriebigkeit hat schon immer andere gegen mich aufgebracht. Mit unserem neuesten Durchbruch, ist Byzantium, meine Güte, fiel mich voll zum Greifen nah. Meine nächste Beförderung geht mit Sicherheit dorthin, sofern man mich nicht durchschaut, dass ich versuche, die östlichen Idioten hier zu schützen. Werde dieses Gefühl nicht, der Unruhe nicht los, das mich umschließt. Es ergibt keinen Sinn. Obwohl Trammel zwar noch kein genaues Datum genannt hat, versicherte mir, dass Byzantium noch ein paar Wochen entfernt sein könnte. Warum besteigt mich also dieses Gefühl der Leere? Wahrscheinlich schwere Nerven. Ich weiß, dass man mich akzeptieren wird. Wahrscheinlich geradezu verehren, aber ich, wenn ich erstmal ankomme. Sympathischer Kerl. Mhm. Da müssen wir alle werden. Das kennen wir schon. Dann nehmen wir mit. Da haben wir nichts und da haben wir auch nichts. Dann können wir noch mal ganz kurz hier. Und wir können noch mal unsere Sniper upgraden. Bevor wir die upgraden, speichern, bevor wir da feststecken. So. Zack. Sniper. Oh, Magazin kriegst du. Boah. Das kann ich sowas von gut brauchen. Schadenstyp Plasma? Nö. Schadenstyp Stock? Nö. Hier kommt Freund, haben wir ja schon, aber wir hatten doch noch diesen Crit-Schaden. Das wundert mich jetzt gerade. Bis diese, genau. So. Den können wir eigentlich nochmal aufwerten. Da haben wir hier Quitsche an drauf. Na gut, dann tüfteln wir noch ein bisschen. Dann machen wir erstmal den hier. Puff. Nein, 3000 Bits geht dafür nicht aus. Was? 99 Bits nur? Okay. 82 Bits.
Und mehr geht nicht. Alles klar. Da würde ich gerne noch was machen. Warte mal. Modifizieren. Da. Typ Schock. Typ Plasma ist es schon. Denkansteuerung. Das ist schon ganz gut. Jetzt geht das wieder los hier. So. Da brauchen wir nichts machen. Alles andere ist wurscht. Gut. Tossball is all about putting a ball. Das verstehe ich. Ich fertig jetzt. Ah, jetzt kann ich fertig jetzt. So, hier, das wollte ich auf 40 bringen. Also, da haben wir 6. Mit dem da machen. Das will ich doch eigentlich haben. Ah, gut, also hier. Oh, weitere Vorteile. Das ist schön. Oder auch nicht. Schnellere haben wir nie gemacht. Zeitlich auch nie gemacht. Wenn du ohne Begleiter. Ja, aber ich bin immer mit Begleiter. Ja, ja, Thema ist das. Sie ist sicher eine Welt, viel präziser. Ja, komm, dann machen wir das mal. Machen wir mal ein bisschen mehr Schaden. So, dann mal nochmal speichern. Und dann wollte ich nochmal gucken. Dann würde ich einmal ganz kurz noch zum Dings da rennen. Richtung Osten. Stock und Stein, Leas und das Lager zu finden. Dann machen wir das nämlich mal eben. Ja. Weil dann haben wir so gut wie alles auch hier gemacht. Sag mir jetzt nicht, ich muss wieder zurück zum Schiff. Dann töte ich dich. Was möglich wäre, aber ja. Nicht zum Schiff, okay. We've got trouble. Alter! Was das? Wow, ouch. Das Ding ist schon fast ein Sniper, Alter. Puh. Okay, dann haben wir ja also was übersehen gehabt, ne? Naja, komm. Kriegen wir auch schon hin. Not in Revenge, da unten irgendwo, okay. Jetzt müssen wir nur nach unten kommen. Wie kommen wir denn nach unten? Ach, ja, ich hab's vergessen. Schade, das hätten wir gleich machen können. Aber das wär's ja auch. Mehr ist hier auch nicht. Na guck mal, das ging ja richtig schnell. Ah, dann können wir hier wieder raus. Aber den ganzen Umweg nicht gehen. Dann hier. Zack. Also richtig schön in der Natur, muss man sagen. Ja, also hier würde ich auch leben. Vielleicht nicht unter den Umständen leben wollen, aber
So von der Welt an sich ist das echt ein schöner Ort. Na, mal gucken, was er dann sagt hier. Wey! Beziehungsweise kriege ich vielleicht jetzt mal eine ordentliche Pistole. Obwohl mir die jetzt ja auch gut gefällt. Ach ja. Und hier wollte ich nochmal ganz reinziehen. In der Bar. Moin. I don't think you're supposed to be wandering around. Security's gonna tell you to make tracks. Ja, sollen die mal versuchen. Wanna treat yourself before you go? Something for the road, maybe? Du fast so, als ob ich unbedingt loswerden willst. I don't really know you. Roseway is supposed to be closed off to visitors. Stands to reason you could be a corporate spy of some sort. Then again, there's nothing in my contract that says I can't sell the corporate spies. Your bits are the same as anybody else's. Also kurz Zeit, ein paar Fragen zu stellen? Sure. Not like I get many customers. Bist du es nie leid, Produkte mit Amy's Leo zu reservieren? Warum meldet man diesen Ort Bar 17? I'm so glad you asked. Some people say the name refers to the 17 rungs in Auntie Cleo's official ladder of corporate advancement. These people are wrong. Truth is, we've been established, closed down, renamed, reestablished, and then reopened a grand total of 17 times in the last 40 years. Corporate's still deliberating over a new name. The matter remains hotly contested in committee, but we're expecting a decision within the next 5 to 7 years. Das ist bald. Wie lebt dein Geschäft überhaupt bei so wenig Einwohnern? Technically, I'm not in business at all. Roseway closed down years ago. Corporate still sends us the occasional shipment of necessities through unofficial back channels. Of course, if something goes wrong, like one of our guards drinking himself to an early grave or Raptodons running wild, corporate won't acknowledge we ever existed. Ist es nie leid, die Produkte von Auntie Chloe zu servieren? Can't say I do. Any Cleo products satisfy all of our nutritional needs. At least they used to. My folks filled their whole pantry with all sorts of Annie Cleo products. These days, we don't get much in the way of variety. Maybe some triticale pasta or some ketchup, if we're lucky. I hear it's like that all over the colony. We eat what we can get, and we don't get much. Na, stimmt. Was ist denn so im Angebot? Sure. You need something to clean Raptodon blood out your clothes? Ja, nein. Was ist mit dir eigentlich? Nichts. Alter, mach doch sowas nicht. Gut, dann bringen wir dann mal das Ding. Oh Gott, so. Dann bringen wir mal das Ding und dann machen wir mal Ende im Gelände. Oh, hello. Why do you seem familiar? Have we met? Ja, du hast mich gebeten, den Prototyp-Lin aus dem Lager zu holen. Ah, yes. Very good. And have you done that? Ja, hab ich. What a relief. You hold months of work in your hands. Moment mal. Force-Waffen sind illegal. Warum hast du sie nicht abgegeben, wenn du sie gefunden hast? Als du sie gefunden hast. Anton would have just given them to Porter without a second thought. What a waste of potential that would have been. Wie viel ist denn mein Schweigen wert? Diese Pläne sind ziemlich wertvoll, damit könnte ich eine Menge Geld machen. Vielleicht hätten sie dich damit experimentieren lassen, hättest du einige Leben damit. Du hättest einige Leben damit retten können. Er ist dein Boss. Das ist seine Entscheidung, nicht deine. Nein, drei. All the more reason I need to keep my discretion discreet. Now. If you wouldn't mind returning them to me. Wie viel ist denn mein Schweigen wert? Also die Pläne sind wirklich wertvoll, komm. Sadly true. Contraband does tend to fetch a high price among the colony's ne'er-do-wells. So be it. I'll buy them off of you. Nein, ich habe schon einen Käufer dafür, also ich würde sie dir... Oder also werde ich sie einfach... Nein, komm hier. Much obliged.
Here are your bits. Now, let's see here. Attach this, twist that, apply a little pressure, and voila! I can finally call this little side project complete. Thank the law. Oh. I can't be caught with this. You take it. If R&D buys the schematics from me, perhaps I'll get you the first model, hot off the presses. I'll, call you? Yes, I'll call you. Haben wir die jetzt? 40. Aber ganz ehrlich, ich probiere die einfach mal aus. Bin ich mal gespannt. So, nächste Folge gehen wir dann mal Norton rein und dann gucken wir mal, was er zu sagen hat. Ich bin mal gespannt, was denn hier noch so rauskommt. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und bis dann, macht's gut.